Ja, schon cool, das Turtles. Nein, ich bin down. Sag ich doch. Das schaffst du, glaube ich, nicht. Oh. Das schaffst du nicht. Zu dritt wär's was. Nein, Brudi, alles gut. Ich kann eh respawnen. Und ich hab's auch getestet. Wenn wir beide draufgehen, wir spawnen einfach. Oh, auf was war das? Aber 22 Euro auf Steam ist mir noch ein bisschen too much. Ja, für den Preis auf jeden Fall. Also für die kurze Spielzeit, aber der Wiederspielwert ist halt heftig. Es Und gibt vor ja allem. noch dieses Turtles Palooza. Das ist ein Fangame. Okay. Auch Multiplayer? Weiß ich jetzt nicht. Aber das verbindet alle Turtles-Spiele. Okay. Wir haben ihn Also gleich. auch die NES-Spiele, Gameboy-Spiele. Ja, ich hab ihn. Oh, cool. Ja, Mann, Also dann dann hast vertraut. du eine Oberwelt wie bei dem Spiel hier und dem NES und dann eben halt Turtles in Time. Und Was Server. gab's noch? Was gab's noch? Revenge of the Foot Clan und was da alles Okay. gab. Ja, mach dir doch auch noch einen Xbox-Account, Red. Also wenn es an den. Ah, Quatsch. Aber wir haben das. Ja, obwohl, wenn du. Du kaufst es für 20 Euro und der Xbox Pass kostet. Ja, aber dann hast du halt mehr vom Xbox Pass. Ach, genau. Wenn wir zu dem Endgegner kommen, erkläre ich dir, wie wir den fertig machen. Problem ist, wenn du schlägst, wirft es dich immer ein Stück nach vorne. Warum auch immer. Ja, muss getimt werden. Gleichzeitig springen und schlagen. Dann machst du so einen Move. Dann erwischst du die am besten. What the? Nein! Alter! Spring! Wer kommt als nächstes, Boss? Weiß es schon. den Truck, den wir gesehen haben. Ich springe. Gleich wieder platt. Vorsicht. Ja, genau, jetzt haben wir den. Aber nicht zu nah ran, weil das schiebt dich nach. Genau, das schiebt dich nach vorne. Du musst wirklich den Pixel treffen. Noch ein Ist Schlag einfach und ich nur bin platt. aufgefrischt oder ist es schon ein neues Game? Das ist, glaube ich, aufgefrischt. Nee, das ist neu. Ah, okay. Dem halt auch eher so ein wie das Palusan Best of aus den alten Teilen. Nein, meine 57er Combo. Ja! Alter! Nein! Ja, nice! Kannst du mir auch helfen? Thanks, Bro.
Jetzt kommt der. Oh! Gut, es hat gepasst. Jetzt kommt der Wagen. Und du kannst eigentlich dich dran, aber wenn du schlägst, schiebt es dich nach vorne. Und dann wirst du nach hinten gekickt. Also nach jedem dritten, vierten Schlag so ein Ticken zurück. Wirst schon sehen. Oh. Ich sag's auch noch. Oh, Junge, ich bin Kanonenfutter. Sehr nice. Alter. Ja, das ist fies. Jetzt werden die Stöckchen dem Auto was anhaben können. Was meinst du? Ja, ihr habt so Holzwaffen und gegen Auto. Ja, was glaubst du? Das ist schon lustig. Das ist komplett... Boah, Junge, was macht der da? Ja, wir haben ihn ja. Nice. Warte, geht noch. Und? Nein! Egal, du hast es von alleine geschafft. Wir machen erst die Hauptstory, oder? Ja. Okay. Gut, bis hierhin habe ich gespielt und ab hier habe ich keine Ahnung, was passiert. Ich will einmal wapen. Den Hürden, sorry. Oh, guck mal, Papageie. Cool. Und die Giraffen im Hintergrund. Oh, wieder die Roten. Ja, genau, greifen. Aber der kommt nicht. Ja. Ins Bild geschmissen. Lass ich. Oh. Aber ich kann mir vorstellen, wenn fünf Spieler spielen, dann suchst du dich selber auf dem Bildschirm. Ah, die essen Eis. Das ist bei Lost Ark ja so krass, wenn du da fette Raids hast, dann hast du keine Ahnung, wo du bist und wo du hinschießen musst oder hinkämpfen musst. Einfach übersichtslos. Nice. Oh, den kriegen wir als Charakter, oder was? Ja. Cool. War aber einer von den Uncoolen aus einer der letzten Staffeln, wo sie in der Zukunft und sowas waren. Boah, sagt mir. Boah, das ist so lang her. Oh, Archer. Dann hauen sie auch noch ab. Der Cheater. Dieser Penner, ey. Du brauchst unbedingt eine Pizza. Jawohl, wenn man vom Teufel spricht. Was ist das? Was musst du. Ah, was hättest du drücken müssen? Du brauchst ihn. War das überhaupt? Punkte, kein Leben. Keine Ahnung. Boah, Junge, was die mit uns machen. Warte. Schönes Parallax-Scrolling hier, also jetzt ist es nicht mehr. Oh, okay. Achtung, Fass.
Mampfen, chillig am Popcorn Mampfen. Die, ah ja, ja, geil. Das erkenne ich gar nicht. Achte ich auf ein Bildchen. Guckst du aus dem Fenster oder was? Nein, aber du musst hier aufpassen. Du musst hier aufpassen. Ja, deswegen. Oh, ich passe oh ja, auf. Ich habe so geahnt, dass das passiert. Käfer, ekelhaften Käfer gefunden. Oh. Alter. Pizzen. Oh, Doppelpizza. Nimm. Oh, wir haben beide was bekommen. Cool. Was? Hat der Affe mich geschlagen? Nee, der klatscht. Ah, oh Mann, ich muss mich dran gewöhnen. Genau, der Kopf. Crank. Oh. Was? Die beiden kenne ich nicht. Ich auch nicht. Ground Chuck and Dirtbag. Doppelboss. Ja, das gab's in den alten Spielen öfters. Rocksteady und Bebop und Tocker und Razor aus den Filmen. Mhm. Oh Mann, ey. Ich kümmere mich um den Schippentypen. Oh, schon wieder! Aber es zieht kein Leben ab. Dirtbag geht gleich out, kaputt. Oh, Sparks da. Einen haben wir. Ach, schon wieder rein, ey. Der hat seine scheiß Löcher. Oh Mann, schon wieder falsche Taste. Ich bin so ein Depp. Was eben? Team-Move? Ich sah komisch aus, ja. Ich weiß aber nicht wie... Junge, hört er auch mal auf? Nice. Warte mal, Moment. Kleiner Junge ist an meinem Fenster. Im 20. Stock. Ja, schon ganz witzig. Mhm. Gab's eigentlich Turtles jemals in einem 3D-Krams? Also, keine Ahnung, so wie die neueren Spider-Mans? Nee, ne? Doch, die Nickelodeon-Serie. Ja, ich meine als Spiel nicht, ne? Doch, ja. Die waren aber alle nicht gut, die späteren. Okay. Ich glaube, es gibt für ein Game Boy Advance ein Spiel, das... annehmbar sein soll. Mhm. Nur eine Minute Pause, ist das in Ordnung? Baxter? Ja, okay. Nur eine Minute. Pinkelpause.